Ach krass, wurde der Podcast gesperrt oder was, Digga? Ich sehe es ja selber auch bei mir und ich muss euch sagen, ich weiß nicht, Mann. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wie ich das mit meinen Kanälen machen soll. Ich war schon kurz davor, alles einmal zu löschen. Klickst du an und du bekommst nicht das Video. Du bekommst das Video einfach nicht, Bro. Also du gibst den kompletten Titel ein. Eine offizielle Plattform ist eigentlich mein Arbeitgeber, für den ich 6 Jahre gearbeitet habe. Der unterdrückt dich so inoffiziell. Bis ich halt aufhöre, in der Öffentlichkeit zu sein, denke ich, dass die mich immer irgendwo auf dem Kieker haben werden. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und ich. Ach krass, wurde der Podcast gesperrt oder was, Digga? Ich hab den gestern angezeigt bekommen, ich wusste nicht, wer das ist, sonst hätte ich schon draufgeklickt. Beim dritten Mal habe ich dann erst den Titel gelesen und dann habe ich gesehen, oh. Könnte für den Lovelock interessant sein, ziehe ich mir morgen mal rein, aber ist jetzt schon wieder weg, oder was, Digga? Ja, safe, aber es gibt Reuploads. Um was ging's denn? Um ganze Corona-Sache oder was? Ja, Rainer Füllmich war zu Gast. Er hatte harte Anschuldigungen gegen die Regierung. Okay, krass. Wir vermissen deine Street-Videos. Komm nach Deutschland. Nö. Krass, 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 krass. Haben die das einfach gesperrt, wa? Alles auch nicht. Das ist auch kein gutes Ohm. Was hab ich denn hier im Bart hängen, Digga? Das ist auch kein gutes Ohm für den Kanal, Alter. Weißt du, dann kriegt er da wieder so ein Shadowban rein und so, Bros, scheiße. Ich kenn's ja selber. Ich sehe es ja selber auch bei mir und ich muss euch sagen, ich weiß nicht, Mann. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wie ich das mit meinen Kanälen machen soll. Ich war schon kurz davor, alles einmal zu löschen, für einen Monat zu verschwinden, meinen Shit zusammenzukriegen und dann wieder neu zu starten, so. Weil es demotiviert halt extrem. Ich habe das letztens in der Insta-Story auch schon mal geteilt. Wir können es hier auch nochmal zusammen durchspielen. Ist vielleicht ganz cool, auch für den zweiten Kanal das hochzuladen. Auf jeden Fall war das folgendermaßen. Ich habe ja den Song Heist im Club rausgehauen und da ist es mir wieder bewusst geworden, wie krass, wie krass ich mir quasi ins eigene Bein geschossen habe, kann man so sagen, indem ich halt meine Meinung damals geäußert habe zu dieser ganzen Corona-Thematik, ja. Das zieht sich halt wahrscheinlich durch bis zum Ende meiner Karriere oder bis ich halt aufhöre, in der Öffentlichkeit zu sein, denke ich, dass die mich immer irgendwo auf den Kieker haben werden und mich immer irgendwie bannen werden, weil die immer damit rechnen, dass ich wieder ein politisches Statement abgebe. Was ich halt für mich extrem krass finde, ist, dass das alles so inoffiziell abläuft. So. Dass du keine E-Mail kriegst oder dass keiner zu dir sagt, so, ja, Bro, du bist jetzt gebannt, so, du musst jetzt ein Jahr lang, kriegst du irgendwie keine Reichweite, bis wir sehen, dass du, weiß ich nicht. Ich habe ja auch in letzter Zeit gar nicht mehr über politische Sachen geredet oder so, weißt du? Wenn die dann wenigstens sagen würden, so ey, nach einer gewissen Zeit kommst du dann wieder raus aus so einem Bann und kannst wieder ganz normal dein Leben so weiterleben, so, weißt du, wie ich meine so? Nee, das ist es halt nicht so. Es ist nicht nur so, dass die Sponsoren, mit denen ich vorher zusammengearbeitet habe, sich von mir getrennt haben oder nicht mehr mit mir zusammenarbeiten wollen, sondern auch die ganzen Rapper-Kollegen, die mit mir Interviews gemacht haben, wollten keine Interviews mehr mit mir machen. Und die ganzen Social-Media-Plattformen, auf denen ich stattgefunden habe, die haben mich halt verbannt so. Haben mich halt so eingeschränkt, dass die Leute mich nicht mehr angezeigt bekommen. Also am Anfang hier in Mexiko, als ich den Leuten meinen Instagram-Namen gesagt habe, das haben die nicht mal mein Profil gefunden. So, die mussten wirklich bis auf den letzten Buchstaben eingeben, dann kam ich erst so. Und dann letztens hat das dann wieder so gemündet in, das war so für mich die Spitze vom Eisberg, Digga, wo ich dann bei einem Kollegen zu Hause war und der ist Franzose und der sagt mir dann so, Bro, jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Digga, diesen Song heißt im Club, Bro, ich höre den, ich will den jeden Tag hören beim Duschen, der ist so geil geworden, aber ich finde den nicht. Ich gebe bei Google ein, ich finde den einfach nicht so. Und bei YouTube meine ich, das können wir jetzt mal zusammen machen, guckt euch, zieht euch das mal rein, Digga. Also, du gehst bei YouTube rein, warte, wir machen das jetzt mal zusammen hier. Du gehst bei YouTube rein, so, und dann gibst du hier oben ein, Leon Lovelock, Highest im Club, boom. Klickst du an und du bekommst nicht das Video. Du bekommst das Video einfach nicht, Bro. Also du gibst den kompletten Titel ein und du bekommst nur hier Leon Lovelock Topic, Highest im Club. Das ist von meinem Vertrieb, das ist YouTube Music, das hat mit YouTube an sich nichts zu tun. Das ist so wie Spotify halt nur YouTube-mäßig so, ne? Und dann hast du hier die Reaction von PA Sport, dann hast du hier mein letztes Musikvideo, dann hast du hier meine Reaction auf PA Sports Reaction, dann hast du Sonne, dann hast du ein bisschen vom Zweitkanal, wo ich noch ein bisschen was dazu erzähle, Reactions von irgendwelchen ganz kleinen Kanälen, dann kommt Wach zuerst und dann kommt neueste Videos von Leon Lovelock.
dann kommt hier Leon Lovelock Highest im Club, so. Ne? Also es wird einfach oben nicht angezeigt. Und wenn du es eingibst und nicht Leon Lovelock bist, dann kommt, wird es auch nicht hier angezeigt, sondern irgendwo, wenn du es schon mal geschaut hast, an 40. Position oder so. Wenn du es noch nie geguckt hast, das Video, glaube ich, findest du es gar nicht. Und ja, das ist halt krass, Mann, wenn du als Typ so, weil ich habe auch gespürt irgendwie bei dem Song, ich persönlich habe mir gedacht so, ey Bruder, der Song ist irgendwie was Besonderes. Als ich den geschrieben habe, aufgenommen habe und so, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das ist so der krasseste Song, den du bis jetzt gemacht hast, Digga. Und dann haust du den raus und dann wirst du so unten gehalten, dann demotiviert das natürlich teilweise so. Und dann fragst du dich auch so, wie soll es weitergehen? Weißt du, wie soll es weitergehen? Soll ich einen kompletten neuen Kanal machen, von null neu anfangen? Ist es dann aber nicht auch wieder so, dass die, wenn die nur meinen Namen sehen, mich dann trotzdem wieder sperren? Ich habe keine Ahnung, Digga, weißt du? Ich habe keine Ahnung. Soll ich einfach weitermachen, im Bann weiter agieren? Schwieriges Thema, Freunde. Ganz schwieriges Thema. Aber das ist natürlich traurig so. Könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen. Übertrieben schade, Mann, ja. Warum ist das so? Kann mich jemand aufklären, please? Bro, habe es mir als Favoriten gespeichert. Ist auf meinen Top 5, glaube mir. Und ja, Bro, wenn du halt mit so Sachen zu kämpfen hast, dann kommen noch irgendwelche Leute im Internet und versuchen dir dein Shit so klein zu reden, weißt du? Versuchen sich jede einzelne Kleinigkeit rauszupicken, machen Memes, machen sich lustig, versuchen mich klein zu machen. So, das kommt halt alles zusammen, ne? Ich kann halt nicht aufgeben, weißt du, wie ich meine? So, ich kann nicht. Oder ich muss weitermachen, so. Ich frag mich nur, wie. Soll ich einen neuen Kanal machen, B-Unique Records, und dann die Songs nur da hochladen? Baut der dann wieder Reichweite auf, der Kanal? Keine Ahnung, Bruder. Funktioniert das, wenn ich meinen Leon Lovelock-Kanal umbenenne in B-Unique Records und dann auch Musikvideos von meinem Bruder und so da hochlade? Ich weiß es leider nicht. Also ich muss mich da mal schlau machen, ich muss mich da mal informieren, wie es für mich möglich ist. Also es ist mir auch egal, wenn ich von null anfange. Weißt du, ich fange von null an, gerne. Nur wenn ich dann halt sicher bin, dass ihr mich nicht mehr einschränkt und sperrt, so, dann baue ich mir halt alles nochmal neu auf, weißt du, kein Thema. Aber wenn es dann wieder so ist, wenn ich dann 10.000 habe, 20.000, 100.000, dann merken die, oh, das ist ja der Leon Lovelock von da drüben, packen wir denselben Bann da drauf, kann ich auch weiter mit dem Scheißkanal machen, so, weißt du. Niesel on Air, Digga, das ist ein krasser Hinweis, Bro. Das hat mir PA Sports schon vor 2 Jahren empfohlen. Zieh dir eine Maske an und mach Musik mit einem Synonym, also mit einem Namen, den keiner kennt, so. Wo keiner weiß, dass du es bist. Die könnten das ja auch so machen, dass die sagen, du bist jetzt gebannt, offiziell, für eine gewisse Zeit. Aber dieses inoffizielle, einfach mich unten halten, Videos nicht anzeigen, das fühlt sich kacke an. Das fühlt sich an wie Dreck, Bruder. Vor allem, weil es so eine offizielle Plattform ist, eigentlich mein Arbeitgeber, für den ich 6 Jahre gearbeitet habe, der unterdrückt dich so inoffiziell. Und das ist auch noch legal, Bruder, weißt du so? Einer hat gefragt, steht Sek Plus noch zu dir? Ja, Sek Plus waren die einzigen, die von Anfang an, also die haben nicht einmal zu erkennen gegeben, dass die irgendwie sich von mir trennen wollen, weil ich irgendwie was gesagt habe, was denen nicht passt. So. Matthias Clemens hat gewartet, bis ich die Chance bekomme, dass ich mich äußere. So. Dann saß ich bei Boogie und Belasch, hab mir das reingezogen und das hat er auch gepostet dann und hat gesagt, hier, ich habe so lange gewartet, bis der Bruder redet und hier redet er und ich verstehe ihn und deswegen sponsor ich ihn weiter quasi, so, weißt du? Und das ist eine Sache, Digga, das muss man denen extrem hoch anrechnen. Also ich persönlich rechne das denen extrem hoch an. Und ich habe auch schon immer eine Liebe für den Matthias gehabt, weil ich schon immer gemerkt habe, mit was für Leuten er arbeitet. Er hat schon immer mit Underdogs ein bisschen gearbeitet, mit Leuten, die bei den anderen Marken vielleicht nicht so ankommen und so. Und das, nur Liebe für Sek Plus, nur Liebe für Matthias Clemens, Digga, von ganzem Herzen so. Wenn ich irgendwann mal eine eigene Supplement-Line oder irgendwas Eigenes machen wollen würde, Digga, dann würde ich mich extrem an den Brothers orientieren und die auch fragen, ob die mir dabei irgendwie helfen, so. Weil ich sage, so von der Philosophie her ist es die einzige Fitnessmarke im ganzen Bereich und ich war mit vielen in Kontakt und ich habe viel mit Fitness gemacht, wisst ihr ja in der Vergangenheit. Und es war die einzige Marke, wo ich von Anfang an das Gefühl hatte, so die sind wie ich, Bro. Die legen den Wert darauf, wo ich den Wert drauf lege und da gibt's keine Filme. Und genau so ist es. Egal was passiert ist, wir haben nie Filme gehabt miteinander, so. Und das ist halt schön. Sowas in einem offiziellen Bereich so sponsormäßig zu finden, kannst du fast vergessen, Digga. Kannst du fast vergessen, echt. Und es ist halt auch ein Mensch dahinter. Matthias Clemens ist ein Mensch, Bro. Und der ist ein echter Mensch, so ein realer Mensch, so. Wenn du den angreifst, dann will er das im echten Leben, also er ist eine echte Person. Er ist nicht nur eine Zahl oder er behandelt auch seine
seine Athleten nicht nur so, als ob das irgendwelche Nummern oder Zahlen sind. Das ist halt ein echter menschlicher Kontakt und das hatte ich vorher bei den Sponsoren noch nie so gespürt. Kann man Leon irgendwie spenden? Kenne mich mit Twitch noch nicht 100% aus. Ja, Bruder, kann man, aber ist egal, Bro. Wirklich, ich möchte nicht, dass ihr jetzt irgendwie, weißt du, ich meine, so, ihr müsst nicht dafür bezahlen, dass ich jetzt in so einer Situation bin, Digga. Was macht das für einen Sinn? Also für mich macht es überhaupt gar keinen Sinn, euch darum jetzt zu bitten, für mich zu bezahlen, aus der Scheiße wieder rauszukommen, quasi so. In die ich mich selber reinmanövriert habe, ne? Muss man auch ganz klar so sagen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so extrem wird, so. Aber es war natürlich mein eigener, ich habe mich da hingesetzt, ich habe den Talk rausgelassen und ich muss mit den Konsequenzen umgehen, so. Ich fand es gut, dass du deine Meinung gesagt hast. Ich auch, Bro. Ehrlich. Auch wenn es natürlich die ein oder andere Kopfschmerzen so im Nachhinein für mich gab, ne? Bis jetzt noch. Ich find's auch gut, Bruder. Am Ende des Tages kann ich mir selber in den Spiegel gucken und mir selber sagen, so, Bruder, du hast alles gemacht, so, weißt du? Ich habe keine Gefühle unterdrückt oder Dinge unterdrückt, die ich in meinem Herzen hatte, sondern ich habe sie rausgelassen, Bro. So. Wenn ich dafür verbannt werde, dann ist es halt so. KenFM wurde auch zerstört. Ja, nicht nur KenFM, Bro. Also der, wo ich immer wieder, wer mir immer wieder Motivation gibt, ist auch Belasch so. Wo Belasch habe ich mir schon reingezogen, da war ich noch, weißt du, Pisser. Meine Stadt, Belasch, Thug Life, Bruder, lass mal geben. Warte, lass erst den Talk machen und dann geben wir uns das. Auf jeden Fall, Digga, der Bruder ist seit 10 Jahren im Shadowban drin, glaube ich so. Ne? Und hat nicht aufgegeben, macht immer weiter. Hat dann angefangen Podcast mit Boogie, hilft noch ein Boogie aus der Scheiße raus und so. Das motiviert mich immer wieder. Wenn ich Belasch sehe und dann sehe, der haut auch einen Song raus wieder jetzt und so, dann denke ich immer so, ja Mann, Digga, das ist einer, der hat auch mal mit der ganzen Kacke zu kämpfen gehabt, aber macht trotzdem weiter und lässt sich nicht unterkriegen so. Ist geil, sowas zu sehen. KenFM genauso. Also wir sind auch so eine Typen, ich bin auch so einer, du kannst mich verbannen, ich hab's schon mal gesagt, ihr könnt euch alle hier vorne hinstellen, ihr könnt alle nach Mexiko kommen, diese ganzen Leute, mit Fackeln und so, Hexenjagdmäßig und sagen so, Leon Lovelock, wir wollen dich töten, wir verbrennen dich und so, ich mach trotzdem weiter, Bro.